Sarah und Mike Tindall ehrlich? Sie noch mehr Kinder? Gibt es etwa bald wieder Zuwachs im britischen Königshaus? 2003 lernten sich Sarah, 41, und Mike Tindall, 44, kennen und lieben. 7 Jahre später stellte der Ex-Sportler seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 wurde das Liebesglück des Paares mit 3 Kindern gekrönt. Doch können sie sich noch weitere Nachwuchs vorstellen? Das verrieten Sarah und Mike jetzt. In seinem Podcast Magic Millions gab der 44-Jährige seinen Zuhörern Einblicke in die weitere Familienplanung mit seiner Frau. Möchte das Paar noch mehr Kinder? Du weißt, dass es keine weiteren Kinder geben wird, stellte der Schwiegersohn von Prinzessin Anne, 72, klar, während sie über Sarahs Vergangenheit als Springreiterin und die Schwierigkeit, Job und Familie unter einen Hut zu kriegen, sprachen. Auch die 41-Jährige scheint keinen Nachwuchs mehr zu wollen, sie widersprach der Aussage ihres Liebsten nicht. Doch anders als die dreifache Mutter und der ehemalige Rugbyspieler, haben ihre Cousine Prinzessin Eugenie und deren Mann Jack Brooksbank, 36, die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Tochter von Prinz Andrew, 62, bekannt gegeben, dass sie zum 2. Mal schwanger ist. Wann das Paar den Nachwuchs auf der Welt begrüßen darf, ist derzeit jedoch noch unklar.